Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Sonntag, den 30.07. Ja, und da schlittern wir schon bald wieder hinaus aus dem Juli. Schade, schade, aber es war auch eine, ja, durchaus sehr herausfordernde Energie. Schauen wir, wie es weitergeht. Dann im August schauen wir auch, was es sich hier jetzt noch zeigt für den vorletzten Julitag. Entschuldigung. Moment. Ja, jetzt hat es mich überfallen. Oh, guck mal. Schön. Das Herz. Heute geht es um das Herz, um die Liebe, um deine Herzenskraft, ein Herzensprojekt vielleicht. Ja. Ja, die eigene Liebe zu stärken, die Liebe zu sich selbst einfach auch zu stärken, aber auch im Miteinander, sich dafür vielleicht einfach auch Zeit zu nehmen. Etwas ja auch wieder in die Heilung, Herzheilung vielleicht zu bringen. Schauen wir mal. The Chariot, der Wagen. Ja, Mensch, da geht etwas voran. Ne? Wir hatten ja an der Unterseite hier die Störche. Ja. Ja, vielleicht geht hier irgendwie etwas voran Richtung Umzug, Reise. So etwas kann heute sehr wohltun, einfach auch ganz praktisch gesehen. Ja, aber hier geht es in der Liebe einfach auch voran. Ziemlich zügig, ja. Der Wagen ist die schnellste Karte im Tarot, aber hier kommt es auch ein ganzes Stück weit drauf an, ne, dass man sich über das natürlich einfach auch klar wird oder ja, da auch zu seiner Herzensentscheidung steht und entsprechend vorangeht, ne, vorausgehend. Sind die Liebenden, die sechste große Arkana, hier haben wir auch die sechs zusammengenommen bei der 24. Ja, und entsprechend dessen, was du im Herzen für dich entschieden hast, ne, was du, womit du da selber auch ins Reine mit dir gekommen bist, welchen Entschluss du gefasst hast, ja, vielleicht für dich selbst, aber auch mit anderen zusammen, mit einem anderen Menschen zusammen, kann es hier vorangehen, ja. Ja, da dürfen alte Gefilde hinter sich gelassen werden. Ja, vielleicht Bequemes, Gewohntes, Ängste und Sorgen, ja. Ja, geht es hier auf, hoffentlich, Entschuldigung, jetzt habe ich euch durchgeschüttelt, Richtung Harmonie. Ja, geht es in der Liebe voran. Ne? Bist du ganz mit dem Herzen auch bei deiner eigenen Lebensreise dabei? Ne? Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologize. Ja, lass dich selbst empfangen. Ne? Vielleicht geht es auch darum, hier tatsächlich auf andere zuzugehen. Ja? Ja, geht es hier eben um die Entwicklung, den Erfolg, die erfolgreiche Entwicklung in einer Liebesbeziehung, aber natürlich auch in der herzlichen Verbundenheit zu anderen, ja. Erlaube anderen, dir Liebe, liebende Fürsorge zu geben, ja. Empfange ohne, ja, Vorurteile und Zweifel, ja, Sorge, schlechtes Gewissen irgendwie. Ja, lass dir einfach auch Wohles tun. Vielleicht bist du heute irgendwo zu Gast, ja, machst dich dorthin auf den Weg oder kommt zu dir Besuch, ne, Herzensbesuch, ja, dann lass dir da einfach auch wohl tun, ja. Es hängt, ja, auch sehr mit dir selber zusammen, ne, wie du anderen erlaubst, dir liebende Fürsorge zu zeigen, ja. Wir können nicht alles nur aus uns selbst heraus bestehen. Ja, das macht auch die große Arkana deutlich. Ne? Sondern wir brauchen schon auch mindestens diese Unterstützung. Ne? Und dürfen uns von Herzen auch dieser gegenüber
öffnen und ja, so ein Stück weit auch fallen lassen in die göttliche, geistige Fürsorge. Ne? Ja, lassen wir uns damit einfach auch wohltun auf unserer Lebensreise. Das, ne, kann einfach auch sehr vielleicht in Meditation, in meditativen Momenten geschehen oder durch den Gang in die Natur, an einen wundervollen Badeort, aber auch die Zuwendung anderer Menschen, ja. Ja, das scheint nötig und dran zu sein. Ja, vielleicht auch nach schweren Zeiten, nach schwierigen, kummervollen Zeiten. Wie gesagt, an der Unterseite hier hatten wir Kummer und Sorge. Ja, auch die Wale stehen einander bei, natürlich, ne? Trösten sich gegenseitig. Interessant, ne? Hier haben wir die 36, das ist auch die 9, auf die es ja zuging, hier diese Woche. Ne? Ja, lasst ihr da natürlich auch von anderen, ne, liebende Fürsorge mit zur eigenen Stabilisierung zukommen. Ja, ja, vielleicht ja, im Gespräch, in gemeinsamen Unternehmungen, wie gesagt, in Meditation auch. Ne? Ja, eine sehr gesegnete Zeit heute und sehr stärkende Zeit. Und wenn es für die Liebe ist, natürlich speziell, ja, dann genieße diese Liebe einfach auch. Ne? Sie ist dir geschickt begegnet, nicht ohne Grund, ne? Sondern weil es jetzt einfach auch dran ist. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.